Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sprechen jetzt mit der Bärenschamanin Marga, um die Heldenherausforderung zu machen. Und hier ist es halt so eine Kampfherausforderung. Ich bete zu den Geistern, doch sie antworten selten. Hallo, ich habe euch im Visier, Hasenfuß. Was habt ihr vor? Nichts Gutes, glaube ich. Ich sag euch etwas. Wenn ihr gegen mich kämpft, könnt ihr noch was lernen. Okay, kämpfen wir, bevor euer Atem mich niederstreckt. Auch gut. Ah, es ist gut. Gucken. Ja, es ist schon... ist schon gut. Aber... Alles klar. Das war die Heldenherausforderung. Wir haben jetzt einen Heldenpunkt bekommen, den wir aber noch nicht anwenden können, weil wir noch nicht Stufe 11 sind. Und okay, ja, einfach mal sammeln. Kann man später gebrauchen. So. Also das ist eben das. Man muss hier manchmal einfach irgendwo runtertauchen, um eine Ecke laufen. Das ist manchmal nicht so ganz eindeutig. Habe ich etwa das Panorama vergessen? Ja, ich weiß, wie man da hinkam. Okay. Zumindest habe ich das in Erinnerung, dass es hier... Ui, Scheibengleister. Nein, ich will da nicht runterfallen. Dass es hier lang war irgendwo. Genau, man musste hier so... lang. Jetzt haben wir natürlich erstmal den Adler an der Backe. Den Adlergreif. Auch irgendwie lustig. Ich hätte ihn ja jetzt nicht angegriffen, aber er hat uns leider angegriffen, deswegen... wir da keine andere Wahl. Oh, okay. Der greift mich jetzt auch an, ne? Mal schnell den Vista holen. Okay. Ja. Oh, und wir haben irgendwas entdeckt, indem wir ein Stückchen weiter hier in die Richtung lang sind. Was ist das denn? Okay. Da. Aber da kommen wir jetzt überhaupt nicht hin, weil es ist, glaube ich, etwas, was man von der anderen Seite dann betritt. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier unten hin und machen hier mal weiter und dann das nächste. Also das hier ist Stufe 4, das ist Stufe 5. Also man wird hier schon ganz gut mit den Aufgaben durch das Gebiet geleitet und muss eigentlich auch nie irgendwas machen, was zu schwierig ist. Also zumindest am Anfang nicht. Ich meine, nachher gibt es natürlich auch Gebiete, die es echt in sich haben. Aber in der Regel... alles machbar. Und es gibt auch ein Autolaufen, was ich auch sehr begrüße. Autolaufen ist, wenn man lange Strecken zurücklegen muss, eine sehr, sehr praktische Sache, finde ich. Wo ist denn mein... ach, da. Ja, manchmal bleibt er ein bisschen zurück. Ich finde ihn so putzig. Ich werde mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder mehr Guild Wars 2 spiele, auch wieder mehr in den... ab und zu mal hier in den Shop schauen, was es so alles gibt. So, hier ist Wolf. Ne? Also, der nächste... das nächste geweihte Tier.
machen wir mal direkt das. Ihr müsst öfter vorbeikommen. Okay. Die Geister der Wildnis empfangen. Holen uns mal eben die Wegmarke hier oben und dann kümmern wir uns um die ganzen Svanir-Sachen hier. Wo ist denn die Wegmarke? Ach, da. Okay. Jetzt sind wir aber gerade nicht in Reichweite. Jetzt sind wir hier in Reichweite. Okay, das zählt also. Alles, was wir hier machen, zählt dann. Das heißt, wenn wir hier... Was ist das denn? Ist das? Weicht Runen Gefahren aus, indem ihr die V-Taste drückt oder eine Bewegungstaste zweimal drückt. Ja, stimmt, V ging auch, ne? Fehlt euch der Mumm? Die Bärin kann euch helfen. Ah, dieser... Arg! Dieser Svanir-Abschaum hat die Truhe abgesichert. Ihre Drachenmagie hält mich davon ab, sie zu erreichen. Vielleicht kann ich sie erreichen. Ja. Also man kann mit V das machen. Ich mache das meistens mit einem doppelten Antippen der Bewegungstaste. Nach vorne. Ja. Ja. Wir hatten sie erreicht. Wir haben auch eigentlich den Gegenstand bekommen, der da drin war, nämlich die hier. Och, die rüsten wir mal gleich aus. Finde ich gut. So. Zieht die Söhne an. Befreit die Jungen. Oh. Ernsthaft? Die haben die Wölfe eingesperrt. Das geht ja mal gar nicht. Gott, der Stufenaufstieg ist hier wirklich am Anfang unglaublich schnell. Waffenfertigkeit 4 freigeschaltet. Das ist schön. Wählt eure Belohnung. Oh, wir können ein Schwert endlich wählen. Ich finde den Stab tatsächlich ganz cool. Der ist auch keine so falsche Waffe, aber... ich nehme jetzt erstmal ein Schwert. Interessiert mich einfach gerade auch, wie das ist. Okay. Ach, wir haben jetzt zusätzlich noch... Oh, wir können ein Schwert und einen Streitkolben tragen. Okay. Okay. Befreien wir mal hier die Wölfe. Geht ja gar nicht. So. Ja, irgendwie ist das hier eine Begleitquest, die wir noch nicht haben mit den Wölfen. Ich glaube, die kann man auch erst machen, wenn man das Herz voll hat. Auch gut. Okay, das ist Mesmer-Magie. Sehr schön. Das sieht man immer in den Schmetterlingen und die teleportiert sich halt, ne? Also die sieht halt aus, als wäre sie mehrmals da, aber es ist eben halt... Greif doch mal an. Ich war zu weit weg, deswegen hat der Autoangriff nicht funktioniert. Das ist natürlich tricky. Das ist wie die Sache mit der Reichweite einer Waffe. Zählt das noch, wenn ich da reingehe? Ich glaube ja. Ich meine, ne, wenn wir hier schon mal ordentlich kämpfen können... sollten wir das auch tun. Das ist ein ziemlich geiler Angriff. Die fesselnde Welle. Aber hat auch den hat auch einen ziemlich krass langen Cooldown. Sagen wir mal so. Ist der Nachteil, würde ich sagen. Meine Herren, die ist sich aber auch hier am Duplizieren und Teleportieren. Also erstmal sind wirklich sehr cool
Also kann ich auch nur empfehlen zu spielen. Macht sehr viel Spaß. Da ist eine Truhe. Die Truhe übersehen. Verdammt. Aber das ist eben halt das Schöne, die Truhe ist nicht nur für einen Charakter da. Ja, okay, und sie hat ein Reittier, das sie benutzt. Keine Ahnung, welchen Level die hatte jetzt. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich kann sie nicht mehr anklicken. Verdammt, ich will wissen, welchen Level sie hat. Weil die war runter... Achso, ich bin auch Level 6 und bin auf 5 runtergestuft. Okay. Dachte, die wäre vielleicht höherstufig als... Interessant, der fühlt sich nicht... Er fühlt sich nicht berufen, uns anzugreifen. Fresst Schmerz. Okay. Ich mag diesen Sprungangriff, der ist echt nett. Auch erledigt, das finde ich gut. Ja, ich grüße euch, Kira Winterhauch. Mit eurer leidenschaftlichen Entschlossenheit und eurer Hilfe für sein Rudel habt ihr den Wolf erfreut. Kommt bald einmal zum Schrein. Der Wolf hat viele brüderliche Geschenke für euch. Machen wir. Hier ist jetzt auch wieder ein Event, was wir starten können. Was hast du denn so? Diese Beseeltheit, diese Loyalität. In den Augen des Wolfes seid ihr ein vorbildlicher Norn. Heute heult der Wolf für euch, einen wahren Jäger. Finde ich irgendwie sehr schön. Lindwurmbraten. Oh, das erste. Also es gibt Bufffood. Heilkraft. Ja gut, das ist jetzt nichts, was wir so direkt brauchen. Bufffood ist auch ziemlich cool. Haben wir aber in der Bank. Weil ich da... ziemlich viel gemacht habe. Elite-Spezialisierung, ja, okay, so lange wollen wir nicht warten. Wir sprechen uns später. Was haben wir denn hier noch drin? Okay. Rohleder. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von Beruf mit ihr machen soll. Meine Wächterin, mit der ich auch die Taschen gemacht habe, die ist Rüstungsschmiedin und oh, es wird angegriffen. Sehr schön. Die ist Rüstungsschmiedin und Köchin. Was ich eine sehr schöne Kombination finde. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das mit dem Schaden... Also, das finde ich schon sehr beeindruckend, was hier so an Schaden passiert auf dem niedrigen Level, den wir haben. Muss ich echt sagen. So, wir müssen Zelte zerstören. Also zerstör die Zelte. Okay, Event war erfolgreich. Ja, das ist immer sehr schön. Das kriegt jetzt keine direkte Nachfolge, aber hier ist irgendein Event. Okay. Gucken wir mal, wo ist denn... Hier ist der Schneeleopard. Gestohlene Lindwurmeier. Das ist aber da irgendwo rechts. Verjagt die Wild... Oh Gott, die wild gewordenen Minotauren verjagen. Also ein Event jagt das nächste. Ich glaube, ich lasse sie mal beide verstreichen. Ich könnte... Das ist ein bisschen... Was ist denn hier passiert? Okay. Nee, lassen wir mal. Ja.
musste mich neu orientieren, wo ich langlaufen muss, aber machen wir mal die nächste Aufgabe. So richtig interessant wird es dann so langsam ab Level 10, weil dann auch unsere persönliche Geschichte losgeht. Das wird mit Level 10 freigeschaltet. Ach, hier war das mit den komischen Schauflerviechern. Ja, ja. Wir müssen erstmal nach oben, damit wir die Gestalt bekommen, damit wir dann da unten bis wir da sind, hat sich das Event, glaube ich, erledigt. Was müssen wir denn insgesamt tun? Ach so, nein, das ist generell. Ah, das ist generell. Okay, dann verwandelt mich doch bitte in einen Schneeleoparden. Und dann kann ich mit den Jungen spielen. Mit den Jungen zu spielen. Ich will mit den Jungen spielen. Warum kann ich mit den Jungen? Achso, hier. Anknurren. Anspringen? Nein. Ich möchte mit den Jungen spielen. Ich finde das so süß. Ne, gibt's irgendwie nicht. Brauche ich nur Schaufler, damit ich das auch machen kann. Wenn ich keine Schaufler habe. Beutejagd gehen. Ja, okay. Okay. Ich möchte aber eigentlich viel lieber mit den Jungen spielen, als Kaninchen umzubringen. Oh, ist ein Moa. Okay. Okay, das ist super. Oh, da können wir Ohrfeigen verteilen. Das ist auch sehr schön. Okay. Man kann förmlich riechen, dass sich etwas in dem Busch versteckt hat. Ja, kann ich das... Warum kann ich das Kaninchen nicht... Meine Herren, gut, dass ich nicht in echt Kaninchen fangen muss. Ich kann es nicht angreifen. Wieso sagt er immer, Fähigkeit fällt noch, lädt noch auf? Zählt der Waschbär auch? Ich glaube nicht. Okay. Ich will aber auch viel lieber mit den Jungen spielen. Naja, gut. Ich muss den Busch anknurren. Was ist denn da drin? Ein Waschbär. Den Waschbär finde ich aber auch voll niedlich. Es tut mir jetzt sehr leid. Oh Gott, arme Waschbär. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt Waschbären als... Oh, geil. Ich habe den Elch erwischt. Ich wollte den Elch nicht erwischen. Zählt das auch? Als Beutejagd für... Ja, zählt auch. Okay. Ich habe gerade schon gedacht, das wäre jetzt aber blöd. Okay, dann machen wir das jetzt anders. Ich bin zu doof, um diese kleinen Kaninchen zu erlegen. Machen wir da lieber größere. Hallo? Bleib mal hier. Bleib mal hier. Ja. Bleib hier. Okay. Ja, sehr schön. Da kriegen wir auch Fleisch, was wir wunderbar, also lauter Zeug fürs Handwerken. Bin begeistert.
Aber warum kann ich nicht mit den Jungen spielen? Jetzt! Das ist so süß. Ich meine jetzt mal ehrlich, oder? Ist das nicht voll niedlich? Okay. Ja? Ja? Okay. Das ist müde. Okay. Ah, okay. Das hat gerade, ist gerade bespaßt worden. Nee, es ist gerade weggesetzt worden. Ah, das ist, wenn die resetten, wenn die gerade schon. Okay. So ein Schneeleopardjunges als Begleittier hätte ich auch gerne. So als, so wie den Drachen. Einfach so ein kleines Kätzchen. Tät ich auch nehmen. Auch wenn ich im realen Leben eher ein Hundefan bin. Katzen haben schon was. So ist es nicht. Was denn hier? Das ist doch hier bestimmt Drachengepolter, oder? Ja. Geht nicht. Manu. Ich will spielen. Hallo? Warum geht das mal und mal nicht? Was jetzt? Ich möchte mit denen spielen. Nee, es funktioniert nicht. Okay, dann ist das wahrscheinlich, wenn man mit allen gespielt hat, muss man danach wieder Beutefang machen. Okay, das war Overkill. Das war echt Overkill. Aber somit kriegen wir das. Okay, Gott sei Dank. Wir haben das doch schon vorher freigeschaltet, aber gut. Die Schneeleopardin lächelt auf euch herab. Ihr habt der Schneeleopardin Ehre gemacht und sie mit euren Können beeindruckt. Wenn ihr das nächste Mal in der Gegend seid, schaut beim Schrein vorbei, dann will ich die Schätze der Jagd mit euch teilen. Gucken wir mal, was es da so gibt. Man sieht ja auch, die Questbelohnungen sind hier noch im Kupferbereich. Also Gold bei Guild Wars zu kriegen, ist jetzt nicht mehr so schwierig wie früher, aber wenn man jetzt nicht im Auktionshaus alles... Ne? Ihr seid voller Anmut gepirscht und habt mit Präzision getötet. Die Schneeleopardin erkennt euch als wahre Jägerin an. Okay. Schrott verkaufen. Okay. Aber das... Wir haben ja schon was mit plus 3 Vitalität, deswegen das lohnt sich nicht. Ich muss los. Aber nett. Genau, ich muss los. Unerforschter Kartenabschnitt, was ist das denn? Okay. Ja, hiermit ist alles erkundet. Nee, da ist noch was. Guck mal dahin. Kommen wir da von hier überhaupt rein? Muss aber noch dazugehören. Das ist genau wie das eigentlich noch dazugehören muss. Okay, machen wir einmal die Wegmarke. Kostet zwar 8 Kupfer, aber das haben wir ja, Gott sei Dank. Gucken wir mal eben. Ich wüsste schon ganz gerne, was das noch für Höhlen sind, die wir nicht haben. Ich gehe mal extra hier so ein bisschen außen rum. Versuche nicht alle Gegner zu ziehen. Ist hier noch ein Eingang in eine Höhle?
Tatsächlich. Okay. Und es ist noch ein Event. Na, sowas. Das ist aber eine andere Höhle. Dann geht's daneben auch noch mal in eine. Okay. Gut. Obwohl, nee, jetzt ist es das hier, ne? Ja, okay, dann kümmern wir uns doch mal um den hier. Feuer wird er bestimmt ganz toll finden. Als Eiselementar. Da das auch noch ein Event ist, wo wir was sammeln müssen, machen wir das einfach. Die Eisblöcke kriegen wir gerade. Auch wenn das jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, wenn wir 3 oder 4 Eisblöcke da reinschmeißen, haben wir jetzt noch ein paar Sekunden, um das abzugeben bei ihm. Ich gebe das einfach mal ab. Es sind zwar nicht so viele. Hier. Ich habe magisches Eis. Hier, bitte. 3 Stück haben wir immerhin. Aber das schaffen wir sonst nicht. Jetzt gucke ich mal eben gerade. Wo ist denn die andere Höhle, die angeblich noch unentdeckt ist? Hm? Das hier ist woanders. Nee, das ist woanders. Okay. Das war es wert. Naja, immerhin haben wir Silber, also weil wir nur 3 mit beigetragen haben. Ah, okay. Jetzt geht's noch weiter, das ist schön. Okay. Dann hier, ne? Mal auf, dass er nicht gestört wird. Okay. Okay, er macht nichts, aber... Das war schon. Okay. Ja, ich glaube, die haben keine Chance, die armen Eiselementare hier überhaupt irgendwas zu tun. Ich finde das so lustig, dass er diese Eisskulptur erschafft, ohne überhaupt eine Bewegung. Das ist schon ein bisschen spannend. Okay, ja, gut. Aha. Mhm. Was ist das? Okay. Was ist das für ein Ding? Was soll das? Seht, oh Gott, wie es strahlt. Es ist magisch. Heilig. Das ist unser neuer Gott. Wir müssen ihn ehren und die Normen, die nach seinem Ebenbild erschaffen wurden. Nie wieder werden wir gegen sie kämpfen. Wie geil. Beginnt mit der Anbetung. Ich kann es nicht erwarten, ein Gott zu werden. Du bist aber nicht... Alles klar. Ich sag mal nix. Das ist ja lustig. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee, aber das ist ja spaßig. Okay, hier kommen wir... Ah, hier kommen wir in die andere Höhle raus. Und jetzt kann ich bei ihm sogar einkaufen. Ah, das ist ja lustig. Das finde ich total gut. Was ist das denn hier? Kammerjägerfackel. Ja gut, können wir eh nicht verwenden. Und ein glänzender Grawl-Tant. Der natürlich schöner ist, der Stufe 9 erfordert, die wir noch nicht sind. Und bis wir Stufe 9 sind, kriegen wir dann auch was. So ist das nicht. Okay, wir haben jetzt hier tatsächlich soweit alles erledigt. Das heißt, ich porte einmal hier hin. Man sieht auch, wenn man die Karte aufmacht, das können wir gleich nochmal uns anschauen. Man sieht dann ja auch, wie viel Fortschritt man gemacht hat. Ja, was man hier alles erledigt hat. Und dann sieht man auch hier, hier muss ich hin und da muss ich hin. Das finde ich also schon ganz praktisch. Ah, das ist eine... Löwenspeer, okay. Der Halsbrecherpass.
geil. Und hier oben ist auch noch ein Vista irgendwo. Gucken wir mal. Reden wir mal mit ihr. Der Reiz des Abenteuers lockt uns in den Norden. Doch nur ein mutiges und wildes Herz überlebt außerhalb dieses heiligen Tals. Wenn ihr bereit seid, prüft euch am ungezähmten Geist der Häsin. Wenn ihr diese Prüfung besteht, habt ihr vielleicht das Zeug dazu, die Herausforderungen der Grenzlande zu überleben. Okay. Das ist jetzt relativ kurz. Laufen wir einfach mal hier lang. Okay. Das ist schon cool. Ich finde auch, das ist so krass, dass man das Knacken hört und das Knirschen, wenn hier das Eis oder der Schnee runterkommen. Das ist schon wirklich gut. Muss man immer wieder sagen. Okay. Aber ich werde jetzt hier an der Stelle einen Cut machen. Und diesen ganzen Bereich erkunden wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!